Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Cheeky Boink. Das ist Endless Space 2 im Early Access. Und ich weiß immer noch nicht, was ich tun soll. Ob ich jetzt den Krieg erklären soll oder nicht. Sagen wir es mal so, ich hab's nicht nötig. Ach komm, wir lassen es. Wir machen es mal nicht. Wir widerstehen der Versuchung. Fliegen einfach weiter. Nach Lekim, um es zu verteidigen. Gegen die bösen Roten. Jetzt haben wir schon mal zwei Planeten hier kolonisiert. Jetzt brauchen wir dringendst Production. Research nicht, aber Production brauche ich. Ich kaufe jetzt mal ein paar Sachen. Ich kaufe mal ein. So. Das ist okay fürs Erste. Das ist ganz wichtig, dass das nicht weiter wächst von unserem Gegner hier. Mira, wo ist denn Mira? Ach da. Auch ein süßes Planetensystem. Die sind ja gleich da, die Kollegen. Production läuft. Forschung läuft. Was ist das hier für eine Klasse? Koordinator. Was bringt der mir? Wow. Auf jeden Fall eine große Klasse. Achso, wir können es auch hier sehen. Ne, hier können wir gar nicht sehen. Die Werte sind... ähnlich, unterscheiden sich nur in dem... ja, im Design und... letztendlich wahrscheinlich den Slots, ne? 1, 2, 3, 4. Was haben wir hier? Okay, ein bisschen weniger Waffenslots haben wir hier auf der Seite. Es ist halt eher eine Support-Klasse. Okay. Wie ist denn der, wenn wir es automatisch bauen würden? Nennt sich Cruiser. Wo ist der Vorteil? Größere Health. Weniger Angriff. Weniger Angriff, mehr Gesundheit. Mehr Verteidigung. Okay. So, das ist zumindest das Standard-Setup. Wir könnten hier auch mal wieder was bauen. Bin zwar hier am... das sammeln, aber... ich mach das einfach mal und dann setze ich noch einen Cruiser hinterher und wie viele Supportpunkte hat der denn? Weiß man nicht, ne?
Oh, ein roter. Wo will der denn hin? Die Cravers. Hier muss ich auch mal... Achso, ist ja schon auf Verteidigungsmodus. So, was haben wir jetzt hier? Truce, Cold War, okay. Wenn es denn sein muss. Level up für den Kollegen. Und letztendlich habe ich jetzt schon alles gebaut hier. Das ist das Einzige, was ich noch bauen kann. Das macht vielleicht noch Sinn. Dann haben wir aber alles. 13 Runden. Voll ausgebaut. So, krass, ist noch leer. Bleibt der jetzt hier in Perseus oder was ist los? Relativ schwach. Ah, er haut natürlich ab. Okay. Wenn er hier bleibt, dann muss ich ihn abfangen. Nee, macht er nicht. Fliegt irgendwo anders hin. 50-84 gegen. Ja, okay, das klappt natürlich nicht. Na, wer weiß, wo er hin will. Ich lasse ihn mal passieren. Oder? Nee, lass mal nicht passieren. Den fange ich ab. So, Libra. Das schöne Libra-System. Wow. Wo fliegt er hin? Sag mir das mal. Er bleibt hier. Okay, Angriff. Ist zwar nur ein Forschungsschiff, aber was soll's. Auch er haut ab. Okay. Tylus. Wo ist Tylus? Der Cruiser. Brauche ich noch ein kleines Schiff? Kleine Schiffe mit viel Angriff ist natürlich eine Korvette. You've gained control. Wir haben ein Asteroidenfeld unter Kontrolle gebracht. Wie sieht's aus? Militaristen leicht im Vorteil. Und wir drängen hier den Einflussbereich zurück. Das ist super, auch wenn es nur leicht ist. Immerhin. Colonial Rights, natürlich. So. Und
natürlich das Spin Project. Und hier, warum industrielle Zonen? Nee, ich möchte das Spin Project. Okay. Noch ein Planet. Und es ist wieder die Antivirus-Meldung, die mir total auf den Nerven geht. Nun, ich will dieses Update jetzt nicht machen, weil ich will spielen. Ich muss den Rechner neu starten. Und ja, Update erfordert einen Systemneustart. Und der schmeißt mich jetzt immer raus hier. Jetzt aber nicht mehr, hoffentlich. Sonst gibt's echt Ärger. Nein, werde ich gleich mal neu starten, wenn er das denn so unbedingt möchte. Blödes Ding. So, Nachschub an der Front. Wollen wir den Olvaldi was Neues bauen? Hier Sci-Fi Design oder so. Einfach mal so. Noch irgendjemand, der hier ohne Fahrschein ist. Wei haben wir auch bald erobert. Hier machen wir mal Farmen. Nein, ich finde es ja ganz gut, dass das Virenprogramm sich aktualisiert automatisch. Ich finde es hier auch. Oh, schön. Kein Glaubenskrieg über. Ob denn Antivirenprogramme was bringen oder nicht. Ich denke, es ist eine Kombination aus Gehirn einschalten und Antivirenprogrammen. Finde ich jetzt. Kann ich die nicht angreifen? Warum nicht? So, hier mein Territorium, oder? Krass, ist mal wieder ohne Fahrschein. Ist ja krass. Krass, krass, krass. Wir haben 872 Punkte, wir haben fast 300 Punkte Vorsprung zu den Cravers. Das ist eine Nummer. Und Hero Level Up sogar zweimal. Der ist ja nicht auf der Flotte, ne? Okay, dann machen wir so. Bei dem Kollegen. Ja, Einfluss, natürlich. Hier ist alles Roger. Wo will der hin? Ah, das nervt. Den Zofons ist noch nicht in Ordnung. Okay. Ah, Level 10. Da haben wir auch am längsten hier den Kollegen. Forschung schon wieder abgeschlossen? Nö, okay. Plus 2 Movement Points. Und... wow, cool, wir können endlich wieder... was? Schönes Erforschen. Mit 50-84 möchte ich die angreifen. Könnte man versuchen, aber ich riskiere natürlich hier mein Schiff.
Oh, ja, sieht doch gut aus. Aber doch nichts riskiert. So. Ich möchte weiterhin die Industrialisten supporten und würde tatsächlich. Würde tatsächlich die Industrialisten mit Geld unterstützen und hoffe, das bringt was. Ja, hat was gebracht. Sehr gut. Ich finde es ziemlich gut, so wie es gerade ist. Und wir haben ja die Kohle. Dann ist es gut investiertes Geld. Jetzt haben wir schon letztendlich fast alles gebaut, was es zum Bauen gibt. Außer den Gravitonenbeschleuniger. Was machen die Roten hier? Ha, was macht ihr hier? Alliierte? Die Roten sind doch keine Alliierten, das sind Feinde. Ich möchte den Krieg erklären. So. Was denn nun davon? Sie sind stark. 347, 435. Oh. Dünn, dünn. Auf jeden Fall stark in der Defensive, nicht so stark oder semi-stark im Angriff. Egal, wir versuchen es einfach mal. Mal gucken, was passiert. Kommt, wie es kommen musste. Wir verlieren ein Schiff. Battle El Lekim, okay, ich würde, okay, wir müssen das so machen. Korvette, 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 Limo. Jetzt verlieren wir gleich alles, was wir da haben. Jawohl. Das ist schlecht, wir haben Helden verloren. Tja, jetzt müssen wir hier aber nachlegen. Oh, wow. Ich habe gar keine Truppen mehr. Ich muss mal eben hier abbrechen. Ja, weg damit. Kampfschiff. Kostet mich das Taui? Egal. Cruiser. Taui? Egal. Korvette. Korvette. Noch ein Battleship. Aufrüsten Deluxe hier. Jeden Fall in der nächsten Runde genug Schiffe. Boah, sie braucht 20 Runden, um sich zu erholen. Soll es sich beschleunigen irgendwie? Für 750, alles klar. Wo schicken wir sie hin? Natürlich wieder an die Front. Ich schicke sie aber auf den Planeten. Achso, geht jetzt nicht. Okay. Na, dann warten wir mal, bis wir die hier gekillt haben. Das wird jetzt spannend. Lohnt es sich denn schon, hier einen Break zu machen, um die Spannung noch ein bisschen aufrechtzuerhalten? Es lohnt sich auf jeden Fall. Dann machen wir hier einen kurzen Break. Ich guck mal, dass ich hier noch alles so ein bisschen auf den aktuellsten Stand bringe. So, das noch. Das kann ja hier in Ruhe bauen.
So, warum kann ich das nicht bauen? Ach, weil ich die Ressource nicht habe. Okay. Der Planet braucht auch noch. Ich habe noch gar nichts gebaut. Mein Gott. So, haben wir alles. Ja, das ist ja recht hier dynamisch. Na, was hier passieren wird, das schauen wir uns in der nächsten Folge an. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wünsche euch eine gute Nacht, einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.